Hallo und herzlich willkommen zum Vorbericht, zum letzten Vorbericht in der Saison. Dann bist du mich los, dann lasse ich dich in Ruhe. Grüß Es freut mich, dass ich dich, endlich los bin. Fatih. Ja, morgen letztes Heimspiel gegen Mohrlautern dann hier in Koblenz. Die Jungs waren ja weg. Ich hoffe, es sind alle fit wieder da, damit ihr heute ins gute Abschlusstraining starten könnt. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt ein paar drin gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wer heil zurückgekommen ist und wer überhaupt mit war. Das weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass gleich alle, die ich erwarte, auch da sind. Hoffentlich. Ja, letztes Heimspiel. Es geht für beide Mannschaften ja nicht mehr um viel oder um gar nichts, außer sich vielleicht und hoffentlich mit 3 Punkten gebührend und erfolgreich aus der Saison zu verabschieden. Wie geht man so ein Spiel an oder bekommen auch nochmal Spieler, die nicht so viel Spielzeit hatten, ihre Minuten, um sich vielleicht nochmal zu beweisen? Oder spielt das überhaupt eine Rolle? Also wir wollen schon gewinnen. Ja, wir werden es schon maximal seriös angehen. Definitiv. Wir spielen zu Hause, das letzte Spiel. Ich glaube, mit einem Erfolgserlebnis, auch wenn man sich dafür nicht erlauben kann, in die wohlverdiente Sommerpause zu gehen, ist immer schön. Und es werden mit Sicherheit auch ein paar Spieler morgen eingesetzt, die uns am Ende der Saison verlassen. Wir werden auch ein bisschen durchwechseln. Das haben, glaube ich, alle verdient. Das haben wir aber die letzten Wochen so gemacht. Das heißt, die Jungs, die hinten dran waren, Ticken hinten dran waren, die haben so ihre Einsatzzeiten bekommen. Summa summarum muss man aber auch sagen, dass sich, glaube ich, dieses Jahr keiner über Einsatzzeiten beschweren kann, weil wir einen relativ kleinen Kader hatten und eine sehr, sehr lange Saison durchgemacht haben. Haben auch sehr, sehr viele Spieler, die vielleicht bei anderen Vereinen nicht diese Einsatzzeiten bekommen hätten, diese Saison auch sehr, sehr oft auf Platz gestanden, ja. Wir stehen auf Platz 6, den wir hoffentlich morgen verteidigen werden. Ich glaube, jeder von uns hätte am Anfang der Saison Platz 6 sofort unterschrieben und wäre sehr, sehr froh drum gewesen. Deswegen, du hast zwar viel gesagt und hast gesagt, du bist froh, mit so einer jungen und zusammengewürfelten Mannschaft auf diesem Platz zu stehen. Wie ist so dein Fazit am Ende der Saison? Kann man ja zum letzten Vorwurf mal fragen. Also wir können, wenn ich jetzt richtig informiert bin, auch gar nicht mehr morgen vom 6. runterrutschen. Wir können weder nach oben rutschen noch nach unten rutschen. Aber das nur so am Rande. Ja, das Fazit ist, ähnlich wie du beschrieben hast, wir haben eine zusammengewürfelte Truppe. Ich habe ja immer das Beispiel von einem weißen Blatt Papier zitiert. Wir hatten letztes Jahr zum jetzigen Zeitpunkt, kurz nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekehrt war, kurz bevor wir mit der Vorbereitung gestartet hatten, hatten wir zwei Spieler. Das waren, glaube ich, Alexis Weidenbach und Janni Regesel, die uns zugesagt hatten. Alles andere war noch offen, beziehungsweise war noch gar nicht abzusehen. Und deswegen muss man, wenn man die ganzen Umstände betrachtet, wie wir durch die Saison gekommen sind. Wir hatten viele Tiefen, aber wir hatten auch sehr, sehr viele Höhen, muss man mit dem sechsten Platz mehr als zufrieden sein. Und wenn man guckt, wer über uns steht, sind das schon Mannschaften, die man vor der Saison auch so als Favoriten genannt hatte. Eintracht Trier, Worms, Pirmasens, Gonsenheim, Kaiserslautern. Da waren mit Sicherheit noch ein paar andere Mannschaften, die ich persönlich vor der Saison auch noch vor uns gesehen habe. Aber glücklicherweise haben wir uns halt durchsetzen können, sind am Ende dann auf Platz 6 gelandet. Dann wollen wir mal die Leute belohnen, die den Vorbericht auch gucken und schon mal mitteilen. Die Rheinzeitung hat es heute auch schon geschrieben. Alexis Weidenbach wird ja morgen schon mal offiziell als erster Spieler bei seinem letzten Heimspiel verabschiedet. Wie wichtig ist so ein Spieler, der den Verein und die Vereinsfarben auch hochhält im Kader und wie ja, schwer ist dann doch sein Verlust für die nächste Saison. Ich glaube, jeder Verein ist scharf darauf und froh darüber, Identifikationsfiguren in seinem Verein zu haben. Zu meiner Zeit und zu meiner ersten Amtszeit waren hier Identifikationsfiguren, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hier hatten. Derek Miles zum Beispiel, Thilo Krämer, Dominik Schmidt. Das waren so Spieler, wo ich auch, bevor die Verhandlungen für die neue Saison oder für die neue Saison gestartet haben, auch immer sehr, sehr heiß drauf war, dass mit diesen Spielern verlängert wird, weil die das Gesicht von Rot-Weiß Koblenz waren. In meinen Augen. Und wenn man jetzt in die Kabine geht oder sich mal den Kader durchguckt, wer aus Alexis Weidenbach hat hier bei Rot-Weiß so performt, so viele Jahre seine Knochen für den Verein hingehalten, diese Erfolge gefeiert. Und man muss ja sagen, der Junge kam aus Buchholz 2016, ist mit dieser Mannschaft aus der Oberen in die Regionalliga mit ganz bescheidenen Mitteln, ich weiß, was er damals verdient hat, Rheinische Liga noch, aufgestiegen. oder? Er war vorher in der Rheinland-Liga in Andernach, ist dann zu Stimmt, Burgkroll ja. in die Oberliga gewechselt und ich habe ihn im Winter dann hier hingelotst. Ist dann ein Jahr später
Rheinland-Pokalsieger geworden als Stammspieler. Dann wiederum ein Jahr später aufgestiegen in die Regionalliga. Hat dann 4 Jahre, glaube ich, in der Regionalliga, 3,5 Jahre in der Regionalliga performt. 100 Regionalligaspiele, gefühlt nochmal so viele Oberligaspiele. War auch der erste Spieler, der sich bereit erklärt hat, zurückzukehren, wenn ich das Traineramt übernehme. Alexis ist rot-weiß durch und durch, das kann man jetzt, glaube ich, auch sagen. Bedeutet dieser Verein auch sehr, sehr viel. Deswegen ist es halt natürlich auch so ein bisschen traurig, dass er jetzt den Verein verlässt. Wir hatten ein klärendes Gespräch, also ein abschließendes Gespräch. Wir haben mehrmals miteinander kommuniziert, Alexis und ich. Das kann er, glaube ich, bestätigen. Wir kommunizieren immer sehr, sehr ehrlich miteinander. Wir haben kein Trainer-Spieler-Verhältnis, sondern wir haben da, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Wir haben großer Bruder, kleiner Bruder-Verhältnis. Wir sind auch mal aneinander geraten, keine Frage. Aber am Ende ist es, glaube ich, auch, das ist auch seine Entscheidung, das Beste. Wenn man dieses Buch, er hat vom Kapitel gesprochen, ich habe gesagt, es ist für mich das ist Buch, was beendet ist, kein Kapitel. Er muss ein neues Buch aufschlagen, er braucht mal eine Veränderung. Ich glaube, nach 7,5 Jahren bei Rot-Weiß mit immer den gleichen Menschen um sich herum, ist es mit Sicherheit auch mal in der Zeit, was anderes zu entdecken, weil damit erweiterst du dich auch, du sammelst Erfahrungswerte, lernst andere Leute kennen. Er will, glaube ich, auch später mal Trainer werden. Du musst auch neue Ansätze kennenlernen. Aber alles in allem muss man schon sagen, für mich als Trainer, als Freund, als großer Bruder, für den Verein, für die ganzen Leute, die ihn schon seit Jahren kennen, für Chris Noll, ist das mit Sicherheit schon eine schwierige Sache, dann ihn morgen dann zu verabschieden oder beziehungsweise seinen Abschied zu vollziehen. Aber so Jungs wie ihn zu finden, die so diese Vereinstreue haben, ist halt sehr, sehr schwierig, weil gerade in der heutigen Zeit gucken viele Spieler wirklich nur noch auf die Kohle und auf ihren eigenen Profit. Da gibt es andere Vereine wie Karbach, die machen das auch schon seit Jahren sehr, sehr gut. Oder der FV Engers, die TuS, haben auch ein paar Jungs, die seit ein paar Jahren dem Verein die Stange halten. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Aber leider Gottes sehr selten zu finden. Jetzt fehlt der dieser Identifikationsspieler, den du gesagt hast, der fehlt ja auf jeden Fall nächstes Jahr. Da wird, wenn die Jungs hier weitermachen, haben die höchstens ein Jahr nur für Rot-Weiß bisher gespielt. Ein paar Verlängerungen sind ja schon bekannt gegeben. Kader wird also wieder halb neu zusammengewürfelt, kann man sagen. Du führst die Gespräche mittlerweile oder aktuell ja schon. Welche Erwartungen, sagst du, den Spielern hast du für nächstes Jahr vom Spieler selbst? Schon Ziele gesetzt oder sagst du, es kommt darauf an, welchen Kader wir am Ende hier stehen haben? Ja, also Ziele oder über Ziele jetzt zu sprechen, ist, glaube ich, nicht richtig. Ich weiß nur so viel und das ist jetzt kein Understatement. Jetzt werden vielleicht einige sagen, der ist mit einer rund erneuerten Mannschaft Sechster geworden. Hat ein paar Jungs auch in der Mannschaft, die er halten konnte, die auch eine gewisse Qualität mitbringen. Und wenn er das zusammenbekommt, was er sich vorstellt, dann wird er auch wieder oben mitspielen. Aber ich glaube, das ist genau diese Gefahr, weil alle erwarten jetzt, wir sind Tabellensechster, wir müssen ein oder zwei Plätze darüber landen. Aber so wird es nicht kommen, weil die Oberliga nächstes Jahr, die ist mit 18 Mannschaften besetzt. Es sind unfassbar gute Mannschaften jetzt aus der Regionalliga runtergekommen mit Schott Mainz, die ähnlich wie Trier mit Sicherheit als klarer Favorit einsteigen wird in die Liga. Dann kommt die TuS Koblenz runter. TuS Koblenz ist TuS Koblenz, haben immer eine gute Mannschaft, immer einen guten Support auch von den Fans, was als 12. Mann auch sehr, sehr wichtig ist. Dann haben wir Mannschaften wie Worms, die mit Sicherheit schon damit geliebäugelt haben, dieses Jahr schon den 2. Platz zu ergattern. Das werden sie nächstes Jahr versuchen. Pirmasens, eine gestandene, gewachsene Mannschaft mit einem neuen Trainer, den ich auch kenne, der mit Sicherheit auch da nochmal neuen und frischen Wind reinbringt. Wenn sich Gonsenheim nicht durchsetzen sollte in der Relegation, hast du mit dem SV Gonsenheim natürlich nochmal ein Riesenbrett. Kaiserslautern 2, immer eine gute Mannschaft, immer ein guter Unterbau. Dann hast du immer ein paar Überraschungsmannschaften. Die Aufsteiger, die hochkommen, sei es jetzt Eppelborn oder Ida Oberstein, das sind auch immer Mannschaften, die eine gute Mannschaft in der Oberliga stellen. Deswegen glaube ich schon, dass es nächstes Jahr brutal schwer wird, diesen 6. Platz nochmal zu erreichen. Aber ich glaube, wir sollten uns auch nicht so sehr an Tabellenplätzen festhalten oder festzurren. Wichtig ist es halt einfach, dass man das, was man dieses Jahr gemacht hat, die Arbeit, die man dieses Jahr gemacht hat, nächstes Jahr fortsetzt. Und es ist nicht nur die Arbeit auf dem Platz. Wir sind ja drumherum jetzt auch mit den Plätzen dran. In der Kabine passiert was, eher im Trainerteam, im Staff passiert was. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen das so in Anführungszeichen professionell wie möglich machen hier, auch wenn es im Amateurbereich ist. Und deswegen ist das, was auf dem Platz passiert, natürlich sehr, sehr wichtig. Der Tabellenplatz aber zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt kein Thema.
hast schon eben angesprochen, unter anderem kommt die TuS wieder runter wie vorher. Wie sehr freut man sich wieder so ein, auf so ein Derby, auf so Spiele? Zwei Stück ja dann in Koblenz mit den Fans. Ja, gut, ist jetzt nicht das erste Mal dann, dass wir oder dass ich mit meiner Mannschaft auf TuS Koblenz treffe. In der Vergangenheit bin ich auch mal mit TuS Koblenz als Trainer auf Rot-Weiß Koblenz getroffen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, spielst du mal an einem Wochenende oder an zwei Wochenenden dann hoffentlich vor ein paar tausend Zuschauern statt vor ein paar hundert. Du hast keine Anfahrtswege, keine großen Anfahrtswege. Es ist eine gesunde sportliche Rivalität da. Deswegen freue ich mich auch, dass Mannschaften wie Karbach die Klasse gehalten haben, dass Engers nächstes Jahr dabei ist. Vielleicht hält Kosmos noch die Klasse. Vielleicht kommt Mülheim-Kärlich noch hoch. Das ist, glaube ich, im Interesse aller Beteiligten, die jetzt hier im Kreis Koblenz unterwegs sind, auch vielleicht 20, 30 Kilometer umher. Weil ich bin ehrlich, ich fahre lieber auf den Quintensberg nach Karbach oder ich fahre lieber an den Wasserturm nach Engers oder ich gehe gerade aus der Kabine raus aufs Stadionspiel gegen TuS Koblenz, als dass ich ins Saarland fahre. Das Glaube macht ich. mir mehr Spaß und ist nochmal, es ist, glaube ich, für das Einzugsgebiet Koblenz auch eine coole Sache und eine interessante Sache und betreibt dann halt auch nochmal Werbung. Perfekt, dann danke ich dir für den letzten Vorbericht. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann Ich habe nichts mehr zu hören wir sagen. auf und ich freue mich sehr aufs morgige letzte Spiel und Ich auch auch. auf die neue Saison. Ich danke dir. Danke auch.